Cool, dass du wieder dabei bist bei diesem Update von mir, bei diesem Content-Video. Und zwar geht es um E-Mail-Marketing. Und da habe ich einfach nur mal ein ganz paar Punkte hier aufgeschrieben. Hier, so kannst du es besser sehen. Was man alles beachten sollte, sind echt nur vier Sachen, weil ich denke, wenn man mit E-Mail-Marketing so anfängt, dann muss man einmal sich damit beschäftigt haben, wie funktioniert das eigentlich erfolgreich und warum wollen die erfolgreichen E-Mail-Marketer eigentlich, dass ich immer auf jede E-Mail antworte. Ja, und was ist dabei so wichtig? Also, ich könnte jetzt mit so einem Tipp anfangen, wie achte drauf, dass der Betreff cool ist. Ich meine, das hört man an jeder Ecke, diesen Tipp. Natürlich muss der Betreff cool sein, damit es irgendwer klickt. Ich denke, das sollte jedem soweit klar sein. Aber selbst wenn dein Betreff richtig geil ist und da klickt jemand drauf und die E-Mail interessiert niemanden und die Interaktion ist klein, wirst du nicht nachhaltig erfolgreich mit E-Mail-Marketing sein. Aber hier in diesem Video geht es, wie bist du erfolgreich mit E-Mail-Marketing? Und ich kann von mir behaupten, dass ich erfolgreich E-Mail-Marketing mache, weil ich unglaublich viel über E-Mail-Marketing absetze. Und zwar sollte E-Mail-Marketing regelmäßig viel und wertvoll sein. Ja, je mehr, desto besser. Selbst wenn du deinen besten Followern 10 E-Mails am Tag schickst, werden die das nicht deabonnieren. Hört sich nach einem Witz an, ne? Wenn du deinen Followern 10-mal am Tag 10 Euro schenkst, werden sie dich nicht deabonnieren, richtig? Ja, so ist das. Stell dir mal vor, du würdest deinen Followern was schenken. Jeden Tag. Dann dürftest du ihn jeden Tag schreiben. Es kommt also darauf an, wie viel und häufig du Leuten schreiben solltest, wie wertvoll der Inhalt für deine Follower ist. Es gibt also kein Gut oder kein Schlecht, wie oft man jemandem schreiben sollte. Du musst dir überlegen, wie wertvoll ist dein Newsletter für deine Zielgruppe und je wertvoller er ist, desto häufiger kannst du ihn schreiben. Die Leute werden dich nicht deabonnieren, wenn sie sich für dein Thema interessieren und der Tipp für deine Zielgruppe wertvoll ist und dieser Tipp nicht überall zu holen ist. Also es muss auch besonders sein. Und dann kannst du deiner Zielgruppe viele E-Mails schicken. Und das ist kein Witz, weiß ich. Ich habe Leute, die haben mich über Jahre nicht deabonniert, obwohl ich denen alle paar Tage eine E-Mail schicke, manchmal sogar jeden Tag eine E-Mail geschickt habe. Die bleiben dabei. Ist so. Also lass dich nicht natzen. Schick den Leuten viele E-Mails, wenn sie wertvoll sind. Frag vor allen Dingen, und da ist das nächste, Interaktion und Feedback. Frag sie in jeder E-Mail, wie ihnen die E-Mail gefallen hat. Hab immer ein offenes Ohr und sag immer, hey, haben dir diese Produkte gefallen? Brauchst du diesen Newsletter? Schick mir jetzt eine E-Mail hier zurück. Antworte mir auf diese E-Mail. Interaktion ist das Allerwichtigste, auch um am Ende überhaupt was verkaufen zu können. Nur ein Kunde, der dir vertraut, kauft auch von dir. Und da kommen wir nämlich gleich zum letzten Punkt. Interaktion ist, ja, Interaktion, noch ein Wort dazu, super wichtig, weil je häufiger Leute dir antworten, desto besser wird die Zustellungsrate, das Engagement steigt. Zum Thema Inbound-Marketing, hör mal in unseren Podcast rein, da erzählen wir da auch super viel. Inbound-Marketing ist natürlich das Marketing, wie du Leute zu dir holst und Vertrauen aufbaust. Und das geht natürlich besonders durch Interaktion, sich erstmal ganz zwanglos über die Thematik unterhalten und dann wird auch der letzte Lead bei dir sagen, okay, wenn das wertvoll für mich ist, dann werde ich auch was von dir kaufen. So, und da kommen wir zum letzten. Wenn du dir Feedback und Interaktion geholt hast, dann darfst du auch was verkaufen. Und da ist mein Tipp für dich. Das sehe ich am allerhäufigsten, auch bei großen Unternehmen, wo wir ins E-Mail-Marketing reinschauen, dass E-Mails zum Teil, die wichtig sind, wo aufgerufen wird, hey, jetzt brauchen wir dich, sei dabei, spende was, kaufe was, wie auch immer, dass du, wenn du dem Kunden etwas verkaufen willst, auch wenn es nur eine Meinung ist, egal was, dann musst du demjenigen mehrere E-Mails zuschicken über das Thema und auch am besten mit Verknappung arbeiten. Wer nicht mit Verknappung arbeitet und wer nicht direkt versucht, dann zu verkaufen im Newsletter, der kann den Newsletter am Ende auch nicht viel und wertvoll machen, weil er verdient ja kein Geld durch diesen Newsletter. Du kannst natürlich auch eine rigorose Inbound-Marketing-Strategie fahren und irgendwo anders verkaufen, aber durch Newsletter einfach nur die Kundenbindung stärken. Das ist auch eine coole Strategie, indem man, sage ich mal, sein Newsletter einfach nur benutzt, um sich Kundenmeinungen zu holen, um Produktverbesserungen zu machen. Auf jeden Fall musst du dann immer in jeder E-Mail, die dir wichtig ist, oder jede E-Mail, die dir wichtig ist, solltest du mehrere Male schreiben, weil du merkst das vielleicht an dir selber, wenn du mehrere E-Mails bekommst,
zum Beispiel, hey, bitte bewerte deinen Aufenthalt in Hotel XY, dann drückst du beim ersten Mal die E-Mail weg und erst beim zweiten oder dritten Mal bewertest du dann. Das bedeutet, das Wichtige ist beim Verkaufen erstmal natürlich, dass du verkaufst, weil sich sonst dein E-Mail-Marketing nicht lohnt für dich. Aber was ganz wichtig auch ist, dass du die E-Mails mehrere Male schickst. Und damit meine ich auch viel. Auch wenn dann jemand mal sagt, okay, ich deabonniere demjenigen jetzt, macht es häufig einen Unterschied bei den Conversion Rates zwischen, sag ich mal, so 2-3% bis hin zu 20% Conversion Rate für ein Newsletter. Also wenn du den Newsletter nur einmal zuschickst an deine Zielgruppe, dann kauft nur 2%. Wenn du aber, sag ich mal, 3, 4, 5 Mal, damit steigt die Conversion Rate so hoch, dass du, sag ich mal, am Ende mithalten kannst mit deinen Wettbewerbern und das Maximale aus deinem E-Mail-Marketing rausholst. Außerdem ist noch ein Tipp zum E-Mail-Marketing, fällt mir jetzt auch gerade noch ein, das ist das Retargeting. Du kannst zum Beispiel Warenkorbabbrüche durch Retargeting auch noch targetieren. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel auf ein bestimmtes Produkt auf deiner Website geht, kannst du das pixeln, also du kannst da einen Pixel einbauen, zum Beispiel mit Clicktip, aber das geht auch mit zum Beispiel, da gibt es Active Campaign, zum Beispiel mit all diesen Newsletter-Programmen, mit den großen, geht das auch mit Mailchimp, dass du dann das exakte Produkt, wenn derjenige in deiner Newsletter-Liste schon drin ist, dass du ihm dann nochmal ein Newsletter zuschickst. Und dadurch hat er eben viele Kontaktpunkte zu dir, und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige das Produkt kauft, steigt erheblich. Zu dem Newsletter-Marketing, zu dem E-Mail-Marketing oder Newsletter-Marketing, eigentlich sind es ja E-Mail, es sind ja nicht immer nur News, kannst du sehr schön auch noch Push-Nachrichten kombinieren. Das heißt, wenn du die Interaktionsrate mit deinem Unternehmen erhöhen willst, dann kannst du auch automatisierte Kampagnen zum Beispiel mit Clever Push starten, dass sozusagen an dem Tag, wo ein Newsletter verschickt wird, automatisiert auch noch das gleiche Angebot per Push-Nachricht an alle, die schon mal auf deiner Website waren, auch nochmal rausgeschickt wird. Und dadurch steigerst du unheimlich die Conversion Rate. So, wenn ich dich jetzt ein bisschen hier hinter unsere Kulissen gucken lassen habe, das war so ein bisschen mal so ein Blick hinter unsere Kulissen, wo ich nicht so jeden Tag drüber rede hier auf YouTube, und dir das geholfen hat, was ich über Newsletter-Marketing zu erzählen habe, dann klick einfach mal unten auf Gefällt mir und lass auch ein Abo hier auf YouTube da, freut mich unglaublich. Und schau auch bei Facebook vorbei, weil da posten wir auch regelmäßig unsere Updates. Facebook ist auch cool, dass wir uns unterhalten können über neue Updates, über Online-Marketing-Tricks. Mega genial, schau mal einfach bei Malte Helmholtz vorbei und klick auf Gefällt mir. Jetzt aber anwenden, komm einfach ins Tun und setz dein Newsletter um und verschick bitte die wichtigen Nachrichten nicht nur einmal.